Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur 100. Ausgabe des BA Pros. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. In der letzten Ausgabe haben wir zwei Siege in Folge gehabt. Das versuchen wir jetzt halt gegen Arizona fortzuführen. Wir haben sämtliche Vorteile auf unserer Seite aus Gäste plus ein paar auswärtige Fans, die was mitgereist sind. Also ein paar Fans, die was zum Auswärtsspiel mitgereist sind, so rum meine ich. Und unsere Gastgeber, die Arizona Coyoten, haben natürlich den Heimvorteil plus ihre kompletten Fans in ihren Rücken stehen und leider überhaupt sonst keine Vorteile auf ihrer Seite. Deswegen starten wir jetzt gleich einmal los. 100 Ausgaben des BA Pros. Meine lieben Sportsfreunde, es merkt's jeden Tag. BA Pro. Sechsmal die Woche habe ich mich jetzt entschieden, dass ich jetzt ein BA Pro bringe, damit dass wir hier in der Karriere weiterkommen. Bis auf Sonntag halt spielfreier Tag. Habe ich gemacht. Warum? Weil mir einfach der BA Pro Mode einfach so viel Spaß macht, dass ich gesagt habe, ich bringe jetzt einfach jeden Tag. So, Bulli verlieren wir. Die Scheibe geht zu uns um. Ah, Shot, 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 Shot. Ist nicht ausgegangen, der Schuss aufs Tor. Aber es ist ja. Angriff ist die beste Verteidigung. Und gleich nur einmal. Und die Scheibe bleibt bei mir. Die Scheibe bleibt bei mir. Dreimal Angriff, viermal Angriff gewesen. Sowas. Abseits. Arizona versucht. Nur wir versuchen es auch. Die Siegesserie fortzuführen. So, Bulli. Ah. Kim Jo, Kim Jo. Ah, das war jetzt ein Fehler. Das war jetzt ein Fehler, dass ich da den Puck gefordert habe. Strafe gegen Arizona. Ja, der Tier muss nur ein bisschen aussehen. Jetzt nicht mehr. Powerplay für Winnipeg. Schluck, Schluck. Gegen 4. Erstes Drittel 0 zu 0. Auf meiner Meinung nach war es ein ziemlich gutes erstes Drittel. Meine lieben Sportsfreunde, es war ein ziemlich gutes erstes Drittel. Dann gehen wir gleich ins zweite. Thank you.
Kim, 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 Kim. Ah, Top Stalker bei die Winnipeg Jets. Ja, die Reuer, der HP. Der, wo selber einer auf Star hingen lassen muss. Schreib es mal in die Kommentare rein, wie es ist. Ob das für euch gut ist oder schlecht ist, dass man hier jeden Tag jetzt eine Folge Bia Pro haben. Würde mich mal interessieren. Jawohl. Jawohl. Aber meine Kollegen sind nicht da. Haben sie Angst an der Scheibe oder was? Zumindest kriegen wir XP-Punkte. Und da ist das erste Tor und das geht an Arizona. Schaut immer richtig und da war der Ausgleich. Ah, da war es aber, der Goli war ein bisschen besser, also ich mit dem Puck am Faden. Auf die Bank. Neun Öf, 0:20. So, letztes entscheidendes und richtig gefährliches Drittelwellen Spaß, Freunde. Den Score muss ich kriegen, unbedingt. Aber Arizona ist gut drauf. Arizona ist gut drauf. Ah, voll da in den Spieler rein. Komm schon, jetzt spiel Kim, mach Druck, Druck. 15:02. Jawohl. Gleich, er hätte gleich weiter hochgehen müssen. Dann wäre es vielleicht ausgegangen. Aber nur vielleicht.
Punkt schon. Was passiert was? Ah, was war's? Gut, gut. Und Schuss und... Ah. Jawohl, da ist das erfolgreiche 2:1. Hervorragend, hervorragend, meine Sportsfreunde. Aber da war ich halt leider nicht beteiligt. Außer, dass ich der Dritte vielleicht im Bunde war. Oder der Vierte, das war jetzt ein bisschen schnell. Ja, jetzt hat es zum Aufpassen, jetzt hat es zum Aufpassen. Abseits. Wir gewinnen mit 2:1 auswärts, meine lieben Sportsfreunde, in der regulären Zeit. Punkte. Und jetzt hast du 8 Assists, 3 Siege bei 3 Kämpfen. Zumindest 50 Scorepunkte kriegen wir noch. Da haben wir mal einen Star auf dritten Platz mit einem Tor. Zweites Tag geht an Arizona. Und der dritte, ja, dann haben wir gerade einen Star mit einem Tor, 0 Assist. Dann schließen wir mal das ab. Alright, let's take a look at some of the final scores in the league tonight. The Jets took to the ice to battle the Coyotes. Winnipeg perseveres in this one and they get the victory. So. The Oilers took to the ice to lock up with the Ducks. Edmonton too much to handle in the shootout as they come away with the win. The Blue Jackets were on the road up against the Canadiens. Montreal perfect in their own end en route to the shutout victory. We are as cool as ice and we are bringing you many more stories from the NHL. We're doing it next. So, gegen Colorado geht's als nächstes. Time to take a look at what happened to Hause. Around the league as we check in on some of the scores. The Blue Jackets were hoping their offense would show up in a big way against the Islanders. The New York Islanders take this one thanks to an impressive display in the shootout. So, auf geht's. Der erste gegen den 19. Washington put on a show offensively in the win. The Kings were hoping to take a bite out of the Panthers. Florida took the W in a close one. We'll check the inbox, we'll check the text line and hear what you have to say next.
Dann haben wir zu Hause den kompletten Vorteil auf unserer Seite mit den Heimvorteilen. So machen die natürlich rum. Die komplett geilsten Fans der Welt im Rücken plus Angriff und Tore auf unserer Seite. Und unsere Gäste aus Colorado haben die Verteidigung auf ihrer Seite, meine lieben Sportsfreunde. So. Gäste. Gigi. Rechts außen stehen wir. Ah, bevor ich das am Morgen nur weg, gehen wir in der Wo. Und da haben wir den Assist. Hervorragend. Zuerst hätte ich nur sagen, was ist noch ein schwacher Angriff. Aber ich glaube, er wollte sich gerade einmal vortasten. So, jetzt schauen wir mal, vielleicht dass ich auch gleich aus der Schieß. Ja. Stimmt schon. Bin ich auf Position. Gabriel Landeskorb, Schwede. Messer zwei Schwede. 805. Bei plus minus sind wir auf 1. Zwar auf 40 Kilo. So, jetzt Kempschow. Angreifen, Jungs, angreifen. Was die Devise. Nun sind wir nicht safe. Im ersten Drittel mit 1:0. Ah,
Die haben recht, der zieht es nur. Da waren die 5,4 Sekunden noch bei Colorado blieben. Ich tue das nämlich nicht absichtlich, dass ich dir einmal nichts sage. Sondern ich bin da komplett in meinen Fokus drin, damit dass wir konzentriert bei der Sache sind. So, zweites Drittel. Da muss jetzt wieder ein Tor mal von mir her. So, rechts außen stehe ich. Jetzt ist ausgegangen. Kämpf schon. Gehen wir uns wieder auf Position. So, auf geht's. Und da ist das Tor, 22. Tor in dieser Season, zweites Tor am heutigen Abend hier in diesem Spiel, erstes Tor vom Tiroler, vom HB. Hervorragend. Zack und drin ist das Ding. Die Scorepunkte plus die 315 fürs Management. So, 18:34, 2:0 für die Jets zu Hause. Wir haben einen guten Lauf, meine lieben Sportsfreunde. Wir haben echt einen guten Lauf. Punkte schon her. Gut, 21 Tore. Mal, wie das gerechnet wird. Schützenkönig, Torschützenkönig. Mach mal ein Shift, 13:22, 11:58. Nur mein Shift. 3:0 schaut gar gut aus.
Komm schon. Haben sie wohl gehebt. Ab wie verdient er, wenn das so weitergeht, dann Platz 1 bei den 3 Stars. So, auf geht's. Zu langsam. Da. Und zu mir sichtlich, aber jetzt geht es gleich ab ins zweite, ins letzte und gefährliche Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Letztes gefährliches und entscheidendes Drittel. So, auf geht's. Ja, gerade nein, was die Müsli-Riegel Company, ob da noch was kommt. Ob man da Kohle kriegt dafür oder nicht. Und da ist das zweite Tor am heutigen Abend vom HB. 23 Tore in der 100. Folge. Bams und drin ist. Gegen Colorado zu Hause. Probieren wir es, nur ein Tor zu schießen. Konzentration, jawohl. Wie ist das? 17-15 müsste sie ausgehen gegen Colorado. Ich glaube, insgesamt war ich schon 14 oder 15 Hattricks. Seit dass man die Karriere aufgefahren kann. Jetzt hat, Druck am Faden, nein, funktioniert nicht, aber wir machen einen Shift. Sechs zu eins, Shot. Der Bulli nicht halten können. Die Shootout. Oder meine Kollegen. Fehlpass. Aber ich krieg den Assist nicht. Aber der Mark macht's. Tor wenigstens. Thank you.
So. Mindestens können wir den Heimsieg. Jetzt wo ich aussehen müssen, oder? Sieben zu eins gewinnen wir trotzdem. In der regulären Zeit, meine lieben Sportsfreunde. Und drei Punkte kriegen wir auch auf unser Konto. Dann waren wir bei 32, wenn es mich nicht täuscht. Als Topstoker 26 in der Liga waren wir auch Erster und 26 in der Division waren wir Erster. Ganz gescheite Scorepunkte. Punkte 470 oder sowas haben wir beim Management gekriegt. So, zwei Tore haben wir auf unserem Star-Konto. Nächste hat ein Tor, zwei Assist. Und ich bin auch da mit einem Tor, auch mit zwei Toren. Ein Assist. Das heißt, wir haben drei Stars. Wir haben fünf Tore, wir haben drei Assists. Und dann müssen die dreiundzwanzig Tore haben und 10 Assists müssen normalerweise haben bei 3 Kämpfen mit 10 Siegen. Okay, ah, 3 Kämpfen mit 3 Siegen. Schauen wir mal, was ist denn los mit mir? 10 Siegen. Winnipeg punches their way to victory thanks to a strong offensive display. There were other games beyond just this one here in the NHL tonight. Let's get you caught up on some of those finals. The Coyotes took to the ice for a collision with the Devils. Arizona topples the opposition with a night that just wouldn't want to end offensively. The Flames were hoping to come up with 2 points on the road against the Sharks. San Jose powers through with a tight one. We got a jam-packed show. We've got a lot more stuff we got to get to, so don't even think about going anywhere. Stay with us. Okay. Buffalo ist das nächste. Neues Gespräch. Schauen wir, was er möchte. Let's take a look at the scoreboard and what went down tonight on the ice. The Flyers took on the Bruins. Philadelphia tough this one out and get the 2 points and the win. The Habs were on the road to take on the Islanders. Montreal poked out a victory in a tight one. Lots more still to come, including the story in MMA, the hardwood, and more. Stay with us. Wenn wir die Serie nach oben. Du bist nicht gespannt, wie lange die Serie anlaufen könnte. So, nächstes Spiel gewinnen. Das versuchen wir doch. Das versuchen wir doch, meine lieben Sportsfreunde.
mit diesem Sieg, gell, haben wir jetzt halt. Das ist jetzt eine 10er Siegesserie, was wir haben. Das ist jetzt eine 10er Siegesserie, was wir haben. Schauen wir mal in die Startzentrale rein. Aus Topstock habe ich 32 Punkte, weisen hinter mir. Ah, mit 25 Punkten ist erst der Keil hinter mir. So. Die Jets sind mit 26 Punkten vorn in der Division und in der Liga sind wir mit 2 Punkten vor Montreal. Passt gut. Passt gut, meine lieben Sportsfreunde. Das war's aber für diese sportliche 100. Ausgabe, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus BR Pro weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergisst mal mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache feind. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meinem Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!